Hallöchen und herzlich willkommen zu Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Inga Marie Ramke. Hallöchen. Und mit Julia Schnetzer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und mit André Lampe. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du bist, weil ich nicht... Der andere Ecke. Links oben. Von mir oder von dir aus gesehen? Von dir aus gesehen. Ja. Ey, wisst ihr, was passiert ist? Was? Ihr wisst es noch nicht. Nein. Ich bin ja gerade in Spanien. Ich bin am Strand lang gelaufen, eben gerade. Und es ist nämlich nicht dunkel gewesen vor einer Stunde. Und wisst ihr, was da rumliegt? Und das darf ich zu Hause niemandem erzählen, vor allem nicht dem Dugong. Seegras. Seegras. Unmengen von Seegras, weil es nämlich Sturm gab. Und das ist angeschwemmt und es wird jetzt abgefahren. Es wird zusammengekehrt, gerecht und dann mit großen Autos wird der Seegrasrest weggefahren. Es sind quasi dramatische Dugongzustände auf dieser Insel. Oh Mann. Mhm. Wirklich dramatisch. Ja. Spanien, ich bin sehr neidisch, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, wie ist das Wetter? Es ist ein bisschen zu Recht und ein bisschen auch nicht zu Recht. Okay. Also natürlich, also man kann, ist immer berechtigt. Neid ist eine Sache, die kann ja jeder mal haben. Ja. Es ist wettertechnisch genau jetzt relativ mittel. Wir haben die letzten 3 Tage Kalima gehabt. Julia ist weg. Naja, sie wird wiederkommen. Ja. Und der Kalima bedeutet, dass aus der Sahara der feine Wüstensand hier rübergetrieben wird und man ganz, ganz schlechte Sicht bekommt und am liebsten drinnen bleiben sollte. Und die Masken, die man zu Pandemiezeiten trägt, wirken Wunder, weil sie diesen scheiß Feinstaub abhalten. Und das sieht total dystopisch aus. Also ich habe mich so gefühlt wie in unserem Spiel, das wir immer spielen. Okay. So, von den Visual Arts, die diese Insel momentan hergibt. Und heute Nacht hat es angefangen zu regnen, oder gestern Nacht vielmehr. Und jetzt ist der Kalima ein bisschen weg, aber das Wetter ist so wie in Hamburg im Frühling. Okay. Also so 17, 18 Grad, bedeckter Himmel, Nieselregen zwischendurch. Ja, echtes Sahara-Peeling, ja. Ich habe hier. Und zwischen den Zähnen hat man das dann auch. Und wenn man ausschnauft, dann hat man das auch. Und also man hat es quasi überall, den Sand. Hm. Aber richtig schöner, feiner Sand. Also ich glaube, für die Damen unter euch, man konnte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich Jugendliche war, konnte man so ägyptische Erde kaufen. So ähnlich sieht das aus. Nee. Ägyptische Erde ist für den Teint. Ne? Das okay. Wurde einem früher auf so einer Messe auf der Du und Deine Welt eingeredet, dass man das braucht. Wo ist denn Julia? Ist Julia immer noch weg? Nein, jetzt da ist sie wieder. Julia wieder da. Aber sie ist nicht persönlich anwesend. Sie hat ihren Geist geschickt. Es ist nur Herr Dr. Stuhl. Guten Abend. Ja, toll, dass ihr übrigens alle da seid. Ich habe so reingeredet einfach. Aber ich freue mich voll über Fock, Affe, Horsi, Laurin, Lauchpower, Fiona, Nanana. Ich sage das hier jetzt mal falsch wahrscheinlich. Armac Cooney. Willi Willkür. Wer ist denn sonst noch da? Sony Playstations. Sony ist persönlich da. Heißt es da nicht Sonic? Oder ist nur das eine Spiel, ne? Ich bin so richtig Spiele-Legastheniker. Ja. Ist sie wieder. Ja. Hallo Julia, musstest du, achso. Sie hört dich noch nicht. Ja. Jetzt. So. Sorry, Internet ist ausgefallen und ich musste gerade checken, wie es bei den anderen ausschaut und so. Bremen. Ja, Bremen. So, ach, Sonic war von Sega. Gut zum Streaming-Start, ne? Ja. Wir starten. Internet kaputt. Julia weg. Ja. Ich dachte schon so, du guckst so konzentriert und hörst aufmerksam zu, weil du dich gar nicht mehr rührst. Aber du rührtest dich nicht mehr, weil das Internet weg war. Ja, genau. Ja, wir haben gerade schon allen Hallo gesagt. Und Inga hat vom feinen Sahara-Sand erzählt, der ihr um die Nase geweht ist. Hm. Und der einem ein Teint verleiht, wie bei dem, ich weiß nicht, kennst du das ägyptische Erde, Julia? Das ist so ein, wenn man so 13, 14 ist, zumindest war es in den Mitte der 90er so, dann wurde einem das als das Nonplusultra zum Schminken. Das passt sich jedem Hauttyp an. So, wenn man so eine puderartige, und so sieht dieser Sahara-Sand auch aus. Das ägyptische Erde im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Mhm. Ja.
Diese Aber Sachen ich habe sind an gar nicht mir verwendet. vorbeigegangen. Ist auch besser so. Ich habe es auch nie verwendet. Ich mache es nur jetzt, weil es nicht anders geht. Du schaust wunderbar aus, Inge. Dankeschön. Freut mich. Aber ich habe ein Themenshirt an. Stronger Together. Hashtag Protect Our Oceans. Habe ja, ich mir vorher Ich mache die mal größer. Es ist mit Fischi, Fischi, Fischis. Ja. 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 Ja, Julia, falls du Interesse hast, ich kann noch mal gucken, ob ich noch ein zweites besorgen kann. Dann können wir teammäßig in der Realität auftauchen. Dieses Shirt. Es ist von National Geographic, wie gesagt. Das ist hier unten so. Ja, wo hast du es her? Ach, ich habe da... Du ich gehe nicht so gerne Connections. Einkaufen, eigentlich. Also so im normalen Leben gehe ich nicht gerne einkaufen. Aber hier auf Gran Canaria ist Freihandelszone und es gibt ein Outlet. Und in diesem Outlet gehe ich einmal im Jahr einkaufen und kaufe mir im Prinzip die Sachen, die ich dann im nächsten Jahr trage. Und heute habe ich nur eine einzige Sache gekauft, nämlich dieses Shirt. weil und das alles muss andere, ich das ganze Jahr tragen. Weil das muss ich jetzt jeden Tag tragen, weil ich nichts anderes habe. Ja. Ja. Aber ist gut. Stronger together, fishy, fishy, fishies, protect our oceans. Schön. Ja. Also sag Bescheid. Falls ich dann nochmal vorbeikomme, kann ich dir noch eins mitbringen. Alles klar. Gibt sie nur als Girly-Shirt? Ja. Hm. Ja. I'm very sad about it. Hm. Sonst hätte ich gesagt, wir haben neue Team-T-Shirts. Ja, also stimmt, überhaupt Team-T-Shirts. Das stimmt, Inga, aber wir haben immer gesagt, dass wir das auf gar keinen Fall machen. Stimmt, weil dann ja, sind wir ja, noch mehr haben wir immer gesagt. Junggesellenabschied. Deswegen habe ich auch nur eins gekauft. Oh, haben wir, weil ich sehe es gerade im Chat, ihr habt vielleicht schon drüber geredet, aber wir streamen heute nicht gegen Reini und Nikolas, ne? Was? Noch mal. Die. Ja. Mit, was heißt nein, mit dem Spiel. Ach so. Weil im nee. Chat das gefragt. Ah, wer hat denn, wer, wo hat wer was? Nee, wir streamen heute gegen Reini und Nikolas, ja, richtig. Ach, Reini ja, und so. Nikolas sind gerade live, ja. Ja. Ja, doch, ja, ja. Nee, sorry, ja, das war, das, ich meinte das Spiel. Ach so. Aber das weiß ja der Chat gar nicht. Nee. Julia, nein. Also, jetzt schon. Ja, jetzt ist es alle. Wir spielen heute kein Spiel mit Nikolas. Und Reini. Und Reini. Nein. Ja. Ja, wir streamen gegen sie. Also parallel, nicht gegen, also, sondern parallel. Wir streamen. Ja, parallel. Stronger together, sage ich nur. Ja. Ja, also wer dual guckt, also herzlich willkommen hier. Wer jetzt rasend den unseren Stream verlässt, weil scheiße, es ist optisch inkorrekt. Ja, dann ist das so. Ja. Kommt dann gerne nachher wieder noch, her. Ja, bis jetzt ist keiner gegangen. Zumindest niemand, den ich sehen kann, dass er gegangen ist. Ich starre jetzt auf mein Chatty. Das sieht ein bisschen bedrohlich aus, wenn du das machst. Yeah. Ja, passt jetzt ganz genau auf. Ja, genau. Ja. So ein zuckendes Auge fehlt da noch. Ja, und ich trinke auf euch mit einer neuen Flasche Wein. Diesmal ein spanischer Wein. Er heißt Cruz Campo Gran Reserva, wie sich ein guter Wein auch schimpft. Es ist natürlich ein Bier. Es ist ein malziges Bier. Quasi die spanische Version vom Störtebäcker Hanseporter. Okay. Prost. So ein Egal. Bisschen. Ist ein bisschen. Dankeschön. Sehr lecker. Jetzt habe ich doch auch Lust auf ein Bier. Ich grüße mit Flensburg. Einer Teetasse. Prost. Aber es ist kein Flensburger drin, oder? Nee, da ist Tee drin. Das sage ich bei meiner Flasche auch. Da ist, Bubble Tea. Hopfentee, ja. Ja. Was ist bei euch in letzter Zeit so passiert? Irgendwas mit Meer vielleicht? Nee, ich bin letzte Woche mit meinem Fuß ganz übel umgeknickt, jetzt sind meine Bänder kaputt. No. Ach du Scheiße. Also nicht gerissen, aber sind kaputt. Überdehnt und jetzt musst du Pause machen, oder? Ja, muss rumhumpeln. Aber es wird langsam besser. Das ist mit schön. Krücken oder mit Schiene? Nein, oder nein, 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 nein. Also ja, ich habe so ein Bandagending. Damit kann ich besser laufen. Aber nee, nee, nicht mit Krücken. Ich kann schön laufen. Ja, das ist auch besser, wenn du es noch in Bewegung hältst, wenn es nur gestützt wird irgendwie, ne? Dann geht es schneller. Ja, ja. 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 Dankeschön, okay. Laurin, für die gute Besserung. Ich hoffe, wünsche ich auch eine gute Besserung. Ja, war unnötig. Doch, man braucht immer gute Besserung für ja. alles.
Nein, nein, ich meinte, nein, 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 gute Besserung. Nein, nein, ich meinte, das Umknicken war unnötig. Die Verletzung war unnötig. Ja, wie das meistens unnötig. Ist, ne? Also, ja, er braucht das nicht, die gute Besserung. Braucht deine gute Besserung nicht. So schlimm ja, genau. Ist es jetzt auch nicht. Danke für die gute Besserung, war unnötig. Ja, da braucht er schon. Und bei dir, André, bist du auch umgeknickt? Nein, ich bin nicht umgeknickt. Mir geht cool. Es gesundheitlich, würde ich sagen, ganz hervorragend. Jetzt wieder. Ich war letzte Woche war ich so ein bisschen fertig, aber ich glaube, das waren auch noch Nachwirkungen von meinem Booster. Ja, also das war, musste einfach mal 2-3 Tage irgendwie nicht nur nachts schlafen, so ungefähr. Ich habe irgendwie 3 Tage am Stück mal so 14 Stunden gepennt. Gott sei Dank ging das irgendwie. Aber ja, danach ging es dann wieder gut. Und die Nase war verstopft. Irgendwie. Also, was hattest du geboostert bekommen? Ja, Moderna geboostert bekommen. Kurz vor Weihnachten. Das hat mich auch total ausgeschaltet. Am 23. Geboostert und dann am 27. Konnte ich wieder einigermaßen gerade ausgucken und am Leben teilnehmen. Aber es war okay. Wir waren Weihnachten alleine und ja. Das war okay. Bei mir war der Booster gar nicht so schlimm. Aber André, du musst mich jetzt mal aufklären, was bei dir im Hintergrund dieses runde, bunte ist, weil das, ich schaue es die ganze Zeit an und... Das ist ein, warte. Ist es das, was man anfassen kann und dann hat man diese Strahlen an den Fingern? Kabel ist zu kurz. Oh, das ist so eine 3D-Lampe. Okay. Ein beleuchteter Todesstern, warte. Müsste ihn... Mit der Fernbedienung mal weiß und dann ist er nicht ganz so überbelichtet. Wenn ich ihn dunkler mache, dann kann man es auf der Kamera einigermaßen sehen. Ja, das einfach schön übergeladen sein. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Oh, jetzt ich dachte, mehr. Dass André wahrscheinlich keinen Dinofüller geladen hinten hat. Aber nein, gut. Nein. Jetzt kann ich den Blick wieder davon wenden. Oh, aber weißt du, was ich zum Geburtstag gekriegt habe von meiner WG? Was? Ein Mikroskop. Du hast ein Mikroskop gekriegt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein schönes Mikroskop. Hast du dich darüber gefreut oder ist es ein... Ja, mega. Ich habe mich mega gefreut. Nein, das ist natürlich jetzt kein so ein Mega-Mikroskop, aber es reicht, dass ich mir meine eigenen angucken kann und so. Cool. Ja, die immer noch leben wahrscheinlich. Die leben noch, ja. Ne? Hallo, Eigen. Ich will gerade nicht aufstehen, mein Fuß tut weh. Ja. Schön. Ja, geil. Was haben wir denn heute vorbereitet? Genau, Julia hat gesagt, sie bringt ein Spiel mit und es ist kein Spiel. Ich habe es in Anführungszeichen Spiel genannt. Es ist nicht ein Spiel. Spiel. Ja, wir können damit mal starten. Also es ist, weiß ich, ob es schon mal aufmachen willst, André. Ja. Ich habe es CSI Ocean genannt. Okay, ja, Triggerwarnung. Und zwar geht es darum, es geht um gestrandete, tote Wale. Und so. Es geht quasi darum, das ist ein Programm, genau, von wem ist das? Von der University of Alaska Southeast, glaube ich. Mhm. Ja, ne? Ja, genau, und die haben quasi eine Art Kurs für Leute, um zu lernen, wie man sich eigentlich tote Wale anguckt, um dann zum Beispiel auch herauszufinden, woran die eigentlich gestorben sind. Und ich habe das selber auch nur mal so ein bisschen reingeguckt und ich wollte das quasi zusammen mit euch angucken und entdecken, weil natürlich will man, wenn Wale stranden, da kann man natürlich untersuchen, woran sind die eigentlich gestorben. Irgendwie an Krankheiten oder sind die, keine Ahnung, in irgendein Netz gegangen oder mit irgendeinem Boot kollidiert oder so, um eben auch dann im Nachhinein vielleicht diese Tiere besser schützen zu können. Mhm. Aber das muss man eben gucken, ob man das überhaupt an so einer Wahlleiche ablesen kann. Und natürlich ist das weniger erforscht, als jetzt irgendwie bei der Kriminalpolizei irgendwelche Leichen zu untersuchen. Und das Problem ist natürlich auch, dass die Dinger sind halt riesengroß und du kannst sie nicht einfach mal umdrehen oder sowas. Ne? Also du musst dann auch damit leben, wie sie liegen in dem Moment, wenn du sie untersuchen willst. Ja. Genau, und André, wenn du da mal runter scrollst, dann haben die nämlich... 3D-Modelle gemacht von einem Wal, der am Strand gefunden wurde. Und den kann man dann untersuchen. Also man wird da so durchgeleitet und lernt dann eben ein bisschen was über die Walanatomie und
ja, wie man sich das so anguckt. Ich habe das schon geöffnet. Das können wir uns direkt mal angucken. Hier. Ja. Ich mache das nochmal ein Stück größer für den Stream. So. Genau. So sieht man es jetzt, glaube ich, ganz gut im Stream. Dann sollte es so einigermaßen Vollbild sein. So ganz mit den Rahmen kriege ich es nicht hin hier unten, aber das müsste gehen. Ich glaube, André, du musst es, glaube ich, vorlesen, weil ich kann es zumindest nicht lesen in deinem Stream. Ja, ja, ist ein bisschen schlechter, das, was ich euch schicke. Im Stream sollte es gehen. Ich lese es mal vor. Whale discovered. The US Coast Guard discovered a dead whale ashore on South Kruzov Island near Sitka, also Alaska wahrscheinlich, ne? And alerted the NOAA, Alaska Marine Mammal Stranding Network. To get a better sense of the condition of the whale, see if the whale could be identified and to determine how accessible the site is, a drone pilot was sent out to survey the scene. Okay. Das sollten wir vielleicht mal kurz übersetzen, oder? Ach so. Also, weil das vielleicht nicht jeder verstehen kann. Ja. Also es wurde ein toter Wal angespült an eine Küste in Alaska. Ich habe den Namen vergessen, mit irgendeinem indigenen Namen. Ich muss nochmal neu laden. Ja. Genau, und jetzt wurde eine Drohne ausgeschickt, um zu gucken, ob der Wal überhaupt gut erreichbar ist für die Leute. André, du kannst auch ganz unten. Ja. Bei dem, wo Whale Discovered steht, da kannst du quasi auch auf den Pfeil klicken, dann geht ja die einzelnen Punkte durch. Da musst du nicht dieses 1, 2, 3 suchen und anklicken, sondern du kannst da quasi immer weiterklicken. Okay, das hier ist 1. Okay, okay. Genau. Und dann weiß ich auch, das ist ja, also. Das ist krass, ja, also geil. Da, wir können auch naja, nicht da drunter, aber man kann drumrum gehen. Das sieht heftig aus. Aber also schade, dass da kein Menschlein steht oder sowas, so zu, dass man zum Größenvergleich, ne? Ja, also das halt, wir haben jetzt so eine Art 3D-Modell von einem real gestrandeten Wal und die haben das Zeug mit einer Drohne aufgenommen, sodass wir jetzt das Modell des Wals sehen können. Ja, und die haben mit der Drohne geguckt, ob der Wal quasi gut gelegen ist, dass man den untersuchen kann. Ja, ja, okay. Und das machen wir jetzt mal. Wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und jetzt müssen wir quasi durch die Punkte durchgehen, also 2. Ja, genau, aber also wie gesagt, du kannst da unten einfach weiterklicken, dann geht er mit dir da durch. Okay. Wie du möchtest. So, Site Assessment. The NOAA Stranding Network uses the Level A form to gather information about new stranded animals. Remember, the stranded also refers to dead animals like this one. This scan will guide you through collecting data that will be helpful in determining whether the whale is a good candidate and high priority for a full necropsy team. Also jetzt kann ich hier auf Form klicken und dann kriege ich das Form. Ah, okay. Das ist zum Ausfüllen. Das ist sozusagen die kriminalpolizeiliche Erstaufnahme des toten Tieres, oder? Ja. Damit andere auch wissen, worum es da geht. Krass. Okay. Also es ist jetzt schon, also man merkt schon, das ist jetzt dafür gebaut, das ist kein Spaß, sondern tatsächlich hier, du kriegst die richtigen Dokumente an die Hand geliefert. Das ist schon krass irgendwie. Mach mal ganz langsam, ich möchte mir das mal angucken, André. Weil das wäre ja was mir ja auch passieren könnte hier in Spanien, theoretisch. Ja, aber da ist nicht nur. Ja gut, aber jetzt weiß ich ja zumindest, was ich tun müsste. Ich schiebe mal ein bisschen zur Seite, damit der Stream auch alles sehen kann, genau, so. Ist es also für jeden, das ist so eine Art Bürgerwissenschaftsprojekt, Erklärung, Julia, ist es so? Nee, das ist also nicht Bürgerwissenschaftsprojekt, aber also es ist für jeden, das ist quasi eine Erklärung, was passiert, wenn ein Tod gestrandet ist. Genau, wie wird der vorgegangen, wie wird der untersucht, wie läuft das ab? Okay. Das heißt, da muss man dann Sachen auch anklicken.
wo der genau ist. Was steht denn da? Initial Observation. How determined. Wie man. Genau da. Was ist das denn? Wie man was festgestellt hat? Wo der steht? Oder woher? Ich verstehe das nicht. Ja, wie den Ort, ja. Hast du Ja. GPS-Daten? Hast du mit auf eine Karte geguckt? Ah, okay. Hast du bei Google geguckt? Keine Ahnung. Ja. Ja. Oh, ich bin mit Google Earth zu diesem Ort Dann, in gereist. welchem Zustand ist der Wal? Lebt noch? Gerade gestorben? Schon ein bisschen verwest? Das passt dazu, dass ich habe eine Bekannte in Neuseeland und die hat einen Post geteilt auf Facebook von einer ihr bekannten Freundin, die in Neuseeland die Strandung von 146, ich weiß nicht, was für eine Walart das war, aber im letzten Jahr ist so ein Riesenpott an den Strand dort gekommen und das ist so auf einer der neuseeländischen Inseln gewesen, wo nichts ist. Das heißt, sie konnten auch keinem Ranger schnell Bescheid sagen und sie sagt, das war der schlimmste Tag in ihrem Leben, weil sie nichts machen konnte. Und die haben natürlich sie war mit ihrem Freund hiken und dann haben die gehört, dass da irgendwie was ist und haben gedacht, ja, es sind Robben am Strand oder so. Es waren nicht so große Wale. Und dann haben sie festgestellt, dass es einfach eine große Walschule war und dann ist ihr Freund zurückgerannt, 1,5 Stunden zum nächsten Ranger, während sie da geblieben ist und die Wale immer mit Wasser überspült hat und versucht, die wieder reinzuziehen in den Ozean. Und das Ende vom Lied war, dass die Ranger die dann erschossen haben, weil das nichts Ach, brachte. Scheiße. Ja. Oh Gott. Ja, Ja, 146. du kannst halt, das ist, ja, ich erinnere mich da, ich glaube in Australien auch, da waren irgendwie zwei so große Massenstrandungen. Ich weiß auch nicht mehr, welche Walart, aber es war irgendwas Kleines, also so Pilotwalgröße oder so. Ja, dass die, ja, zieh mal einen Wal zurück ins Meer. Da brauchst du Geräte für, das kannst du nicht einfach so machen. Und wenn es 100 Wale sind, also so, die suchen sich dann meistens dann noch die raus, wo die höchsten Überlebenschancen haben. Aber ich glaube, die haben dann damals auch wieder welche zurück ins Meer gezogen. Die sind wieder Ja, genau, zurückgeschwommen das war und bei wieder denen auch. gestrandet. Ja, Ja, ach und Gott. Ja. Die waren wohl sehr laut, auch die können sich ja artikulieren und dann hörte sich das ganz laut schlimm an und die Babys sind auch immer wieder zur Mutter geschwommen und all so Aktionen und die waren ja nur Ja. zu zweit und dann, Boah, ja. furchtbar. Ja, es muss ganz schlimm gewesen sein. Aber das fällt mir dazu ein, das habe ich nämlich vorhin gerade gelesen, ohne vorher zu wissen, was du mit dem Strandspiel meinst. Strandspiel, ja, das ist ja echt Ja, wir ein. spielen hier das Strandspiel. Also ist auf jeden Fall ziemlich komplex hier. Ja, Ja, man naja, ist kann halt sehr viel an. Bürokratie, ne? Also ist halt, muss halt Form ausfüllen. Ja. Okay, hier haben wir ein. Oh, jetzt ist wieder klein. Kann man das nicht einfach so größer machen, rechts unten in der Ecke, so wie bei Ja, YouTube oder so? stimmt, da ist so eine Vergrößerung, Ja, genau, wenn ich auf das das. mache, dann sieht der Stream nur einen Ausschnitt. Ah, so. Ach, fuck, ja. Ja. Na gut. Habe ich schon probiert. Das hier ist, ich glaube, so kann man es im Stream am besten sehen. Okay. So. Na dann klicken wir weiter. 3. What species is this whale? Here is a species identification guide for marine mammals in Southeast Alaska. Machen wir es auch mal auf. Ja, das ist aber sehr konkret für Südost-Alaska. Na dann kann ja mal der Chat herausfinden, was es für einer ist. Oh Mann, achso, das müssen wir jetzt auch herausfinden. So, ich versuche das mal Macht ja größer Sinn, zu ne? machen. Ja. Na, komm schon. Ja, dafür müssen wir aber noch mal vergleichsmäßig diesen Wal angucken können, auch noch gleich. Das stimmt. Achso, ja, scheiße. Dann muss ich immer so machen. Dann Kann drehe man ich die mich Finne mal anschauen? Ah, cool, ja. zur Schwanzflosse erstmal. Danke. Na, Chat, habt ihr schon eine Ahnung? Gut, dass ich nicht der Chat bin. Hast du keine Ahnung hier? Doch, oder? Ich zoome Ja, so mal ein bisschen. rauf auf den Ja, das ist ein Schwanz. bisschen So. schwierig, weil dieser Schwanz liegt im Wasser. Ja. Aber lass mal vergleichen noch. Genau, das Wasser spiegelt zu doll ist. Aber ich würde mal. Ich sage nein, der Chat war gefragt. Genau. Immer noch mal hin und her. So.
Mach mal den Und dann nochmal die Farbzeichnung Service von dem für Wal. Für den Chat. Ich drehe es mal um. Mhm. Ja, wie liegt der denn auch mit der Rückenflosse und so? Kann man da noch, kann man den sehen? Kann man die Rückenflosse sehen? Ich weiß nicht so genau, wie der liegt. Der liegt auf dem Rücken. Ah, okay. Das heißt, man sieht den Bauch. Man sieht den Bauch. Okay, dann möchte ich den Bauch bitte auch nochmal sehen. Okay. Das hier wäre die Rückenflosse. Ja. Mhm. Solche Streifen. Mhm. Also schwierig. Der Chat ist zu klein. Der Chat ist schon für den zweimal Buckelwal. Mhm. Also, was haltet ihr davon? Buckelwal ist Sperm Whale? Humpback Whale. Humpback Whale, okay. Ja. Stimmt, der Sperm Whale ist der Pottwal. Pottwal, ne? Ja, genau. Ja. Und Horsi ist für Finnwal. Sag ich mal, guckt euch mal, das Verräterischste sind die Brustflossen. Das Verräterischste sind die Brustflossen. Oder das Eindeutige sind die Brustflossen. Ja. Lange gegen kurze. Ah. Mhm. Also ist ganz eindeutig. Humpback. Also ja, Buckelwal. Ist ganz eindeutig ein Buckelwal, genau. Okay. Genau, weil Buckelwale haben eben ganz, ganz lange Brustflossen, deswegen sind die da eigentlich auch ziemlich leicht zu erkennen. Und auch diese Rillen am Bauch sind auch ganz Buckelwal-typisch und dass die Flossen unten weiß sind. Die sieht man hier aber gar nicht. Ja, stimmt, auf dem Bild sieht man die Rillen nicht so gut. Das stimmt. Ja. Okay. Aber die Flossen kann man gut sehen. Die Brustflossen kann man gut sehen. Gut, dann meine ich. Aber was ich verstehe, warum du für Finnwal warst. So. Verstehe das sehr gut. So. Und Walle sind sehr schöne Tiere. Dann ja. 4. What sex is the whale? The whale was found in a supine position on its back, which allows us to examine the genitalia to determine sex. Examine the genitals more closely and compare to diagrams of male and female genitals. Take a closer look. Here is an example of a different male whale with the penis extruded after death. Okay. Kann man Dinge anklicken? Ja, genau. Immer wenn es blau ist, kannst du anklicken, ja. Ja. Ah, hier sehen wir die Walgenitalien. Ich muss wieder ein bisschen rüberschieben. Hier sehen wir Walgenitalien. Hm. Es gibt etwas, was Carina heißt. Umbilicus ist Bauchnabel. Mhm. Und dann, ja, Genital Opening, Mammary Grooves, Hemispherical Lobe, Anus, Carina. Ich habe keine Ahnung. Carina. Julia, kannst du uns da aufklären? Was ist denn Carina? Weiß ich auch nicht. Okay, dann google ich das mal. Ja, bin ich auch gerade dabei. Wie gesagt, ich habe das ja auch noch nicht gespielt. Ich habe es nur mal so ein bisschen durchgeklickt, damit ich so... What? Oh Gott. Oh, ich habe einen Blog Scientific American gefunden, Getting to Know Whale Vaginas in 7 Steps. Ja, ich auch. Oh Gott. Aber was ich zuerst gekriegt habe, nee. Weil ich Whale, weil ich ein Typo drin hatte, hatte ich zuerst fucking a whale free porn. So, what the fuck? Och. Mm. Weil jedes Mal. Jedes Was? Mal driften wir Was? Ab. Ich letztes Mal war es letztes Deine Mal, Liebeshöhle? Wo ich die Liebeshöhle hatte. Ja, ne? Ja, ich habe mich nur vertippt. Google ist abgedriftet. Okay. Google kennt dich nicht genug, sonst hätte es dir direkt die richtigen Vorschläge gegeben.
Als ich es dann richtig geschrieben habe, kamen die richtigen Vorschläge. Ja, viele meiner Freunde denken ja, dass ein Google abhört und die richtigen Beispiele dann, also ne, so verkaufsmäßig, wenn du die ganze Zeit über, keine Ahnung, Strumpfhosen redest, dann wird es dir Strumpfhosen vorschlagen oder sowas. Sowas in der ja, Art. Habe ich schon mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ich glaube, der Punkt ist, man hat irgendwas gegoogelt und hat es einfach vergessen. Und dann, ja, also, sobald du was googelst, dann kommt immer die Werbung. Ich glaube, man hat es dann einfach vergessen oder so. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was mit Carina ist. Ich bin ja, ich auch noch sehr nicht. Sicher, ich lieber Horst hier, dass das auf Twitch geht. Das geht. Ja, wir können ja immer XXX sagen. Dann passiert vielleicht nichts. Und was soll das bringen? Ja, dass Twitch nicht weiß, über was wir reden. Wir brauchen Codewörter. XXX. Entschuldigung. Ja, das. Ach, man wird doch so schnell aus sozialen Medien irgendwie rausgeschmissen, wenn man irgendwas offensiv sagt. Ja, also. Wir sprechen nur über Carinas. Genau, Carinas. Das stimmt. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich finde es nicht raus. Ja, hier, bei mir labern die auch zu viel in den Texten. Aber anstatt mal zum Punkt zu kommen, ist hier, wir haben irgendwas rausgefunden, bla bla bla, bla bla bla. Aber es wird schon noch. Ich werde es schon noch finden. Vielleicht muss der Chat das rausfinden, während wir weitermachen. Ja. Aber auf jeden Fall würde ich hier sagen, wenn ich diese Bilder mir angucke, aber Chat, hilf mir, sieht das eher so, na okay, hier die Carina und dann ist nicht wirklich viel Platz. Ich habe hier gerade die Carina uretralis vagina, das ist die Verdickung im kaudalen Abschnitt der Columna rugarum anterior, der vorderen Scheidenwand, die von der Harnröhre verstärkt wird. Okay. Ach so, ja. Das ist ein Hubbel. Ein Hubbel. Das ist vielleicht der G-Punkt. Vielleicht ist es der G-Punkt vom Wal. Kann es sein, dass das der Part ist, der die Vagina von der Harnröhre trennt? Was wie der Damm plus vor. Kann doch nicht wahr sein, dass es so schwierig ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, es haben wir, genau, da wurde nämlich auch schon eingeworfen von Horsti, wieso der Mann das auch hat. Und das weiß ich auch nicht. Also das Männchen hat es auch. Ja. Hier links, Female, Male, haben beide Carina. Und da beim Mann. Da, wo der Penis drin ist, the genital opening, deutlich weiter vorne ist, hätte ich jetzt gesagt, handelt es sich hier um Weibchen, was wir sehen. Also. Die männlichen Genitalien sind mittig zwischen dem Anus und dem Olympical beim Humpback Whale und die female genital slit is located in front of the anus, separated by an anatomical feature known as a hemispherical lobe. Ja. Also es gibt noch ein Zwischending. Und es hängt halt auch kein Penis raus, deswegen wird es wohl ein Weibchen sein. Ja, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Wenn wir jetzt mal hier hingehen und zoom in. So sieht das dann aus. Dead Giveaway, würde ich sagen. Ja, gut. Da hängt kein Penis raus. Brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ja. Ich mache das mal wieder größer. So. Aber ich, also dieses Wahlgenitalien ist schon interessant. Ja. So, jetzt haben wir das Geschlecht dieses Wales bestimmt. Das wird wohl ein Weibchen sein. What is the condition of the whale? Rorquals are a group of
Baleen walls that includes mink whales, humpback whales, blue whales, fin whales and others. Rogue whales have expandable throat grooves that stretch from the chin to the umbilicus. During foraging, the whale engulfs a large volume of water equal to the whale's own body weight in the largest individuals. When a whale dies, whatever it sinks or floats depends on the body condition of the animal and the temperature. A whale that initially sinks may refloat as decomposition gases accumulate. Here you can see the throat pleats are inflated with decomposition gases. Learn more about what happens to a whale when it dies and learn more about how decomposition is assessed in marine mammal carcasses. Okay, see page 16. Also erstmal hier, learn more about what happens to a whale when it dies. Es ist finster, was du uns hier rausgesucht hast. Was? Das geht auch um gestrandete Wale. Ganz kurz nochmal, die Carina, also ich habe jetzt bei Wikipedia nachgeguckt, das ist das lateinische Wort für Kiel. Ja. Okay. Und quasi in der Anatomie wird alles so bezeichnet, was kielähnlich aussieht. Und bei dem Wal, das war ja quasi auch wie so ein Kiel unten. Mhm. Und ich habe genau so was Ähnliches gefunden, das habe ich gerade in den Chat mit reingepackt und den Link, da steht, dass die Carina ist bei allen Wahlen, findet man bei allen Wahlen und man weiß nicht genau, was es bedeutet, aber es kann sein, dass die Stabilität im Wasser verhilft. Und das würde ja beim Kiel genauso sein. Ne? Genau. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Danke. Nicht der Ort, sondern die Funktion. Ja, das habe ich auch schon mal kurz angeschaut, André. Also wir lesen jetzt natürlich nicht das ganze Paper. Aber du kannst, da gibt es ein ganz gutes Bild, wenn du weiter runter gehst. Da, genau. Figur 1. Kannst du genau, also in dem Paper geht es eben einfach darum, dass was passiert mit einem Wal oder Delfin oder so, wenn der stirbt. Und das kommt eben, wie André schon gerade vorgelesen hat, halt voll drauf an, wo der gerade ist, wenn der stirbt. Also ist der an der Wasseroberfläche oder ist der irgendwo im tieferen Wasser oder so. Was die Wassertemperatur ist und eben auch, was der Druck gerade ist, eben wo er im Wasser ist. Und dann natürlich auf Strömung und Flut und Ebbe und sowas. Aber tatsächlich gehen sie davon aus, dass eigentlich die meisten toten Wale sinken. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass die dann teilweise wieder für eine Zeit nach oben schweben, weil die eben dann mit Gas gefüllt sind, ne, weil die Bakterien dann anfangen, die Leiche zu zersetzen, dann bläst die sich auf, dann kann es sein, dass es wieder eine Zeit lang eben oben schwimmt und dann wieder absinkt. Und sie gehen davon aus, dass eben tote Wale relativ selten stranden, also dass eigentlich die meisten toten, ja, es geht nicht nur um Wale, also große Tiere in der Regel absinken. So, das ist so die Kurzzusammenfassung. Aber man weiß es halt nicht so genau und die haben tatsächlich dann auch echt so Experimente gemacht, also dass sie dann irgendwie nochmal tote Delfine irgendwie nochmal Luft in die Lungen reingepumpt haben, um zu gucken, wie die sinken oder nicht und so ein Zeug. Oh Mann. Sowas machen auch Wissenschaftler. Ja. Krass, ja, es ist schon ausführlich, aber man wird dann hier direkt auf so ein wissenschaftliches Paper verwiesen. Das ist übrigens auch Open Access. Wir werden das auf jeden Fall, das hier kann ich mal schon in den Chat schmeißen, wer sich das für später nochmal angucken will. Wo das hier auf jeden Fall herkommt. So. Das erinnert mich ein bisschen, hatten wir das schon mal besprochen, an diesen faszinierenden Artikel darüber, dass es an einer Stelle in irgendwo in Kanada, glaube ich, so viele Körperteile, also Füße mit Schuhen angespült werden oder wieder auftauchen. Nee. Ja, in England, linke Füße, linke Schuhe. Ja, oder ja, irgendwie sowas. Mhm. Und an irgendeiner anderen Stelle rechte Schuhe. Ja, aber auch mit teilweise mit Körperteil noch, also mit nicht nur Schuhe. Ah, okay, nee, mit Körper, okay, nee, das kann ich nicht. Ich kenne nur die Schuhe, dass tatsächlich wegen der Form der Schuhe, dass die andere Strömung nehmen.
Nee, da, ich habe das Gefühl, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber das ist kein guter Nein. Indikator. Körperzeit, ich glaube nicht, dass wir das schon hatten. Körperteile. Nee, ich Doch, glaube, ich hätte ja. mir das gemerkt. Hier, doch, doch, das war nämlich letztes Jahr. How 21 feet washing up on Canadian shores may provide clue in Caddick Case. Das ist nämlich, das immer irgendwie. Das kann ich Ah, nee, nicht. das ist noch was anderes. Oh, ich habe noch was anderes gefunden. Oh Gott, oh Gott. Nein, das will ich jetzt nicht. Das ist was. Hier. Aber das war im Sommer. More of a dozen feet in shoes have washed up on BC, CBA, Kanada. Das ist die Salish Sea, genau. Human Food Discoveries. Da ist eine ganze eigene Wikipedia-Seite dazu. Ich habe noch nie davon gehört. Was? Haben wir da nicht drüber gesprochen? Ne. Da, mit irgendjemandem habe ich da schon mal drüber gesprochen. Das müsst ihr sein. Das kann gar nicht sein. Ich tue es in den Chat. Für alle, die wissen wollen, worüber ich gerade gesprochen habe. Das erinnert mich nämlich an diese Theorie, mit der Wal geht nach oben, wenn er ersetzt wird, und dann sinkt er wieder ab und so. Und es gibt einen Küstenabschnitt vor der nordamerikanischen Küste, British Columbia, und da kommen immer wieder Füße an, mit und ohne Schuhe. Und ich glaube, das haben die aber letztes Jahr oder irgendwann mal rausgefunden, woran das liegt. Ja, Inga, da hast du doch eine Geschichte für den nächsten Stream. Okay, dann mache ich das hier wieder Kann schnell mir nicht zu. vorstellen, dass wir da noch nicht richtig drüber gesprochen haben. Mit Was wem habe ich richtig, denn darüber richtige gesprochen? Montagsstimmung. Es gibt keine anderen Leute, mit denen ich über sowas sprechen kann, außer mit euch. Die Ah, Gespräche noch nie davon ausfüllen. gehört. Was, das heißt, dein restlicher Bekanntenkreis ist nicht offen für angespülte Körperteile an Küstenlinien? Ja, eher nicht, nee. Würde ich sagen, nee. Konservativ. Das Ja. kann man nur mit euch drüber sprechen. Es gibt ja, kann man nicht mit jedem. Haben die Füße dann auch Bänderrisse, fragt der Chat. Also ich habe euch die Wikipedia-Seite da Garantiert hast du reingehauen. noch Da könnt Füße. ihr genau nachgucken, was mit den Füßen ist und von wem die Füße teilweise sind und so. Das ist die ganze Liste, 21 Funde von 2007 bis 2019 einschließlich. Okay. Ja. In der Beschreibung Von mir stand jetzt, ist ich soll keiner. auf Seite 16 gehen. Weird Bad, das ist Weird Beat, das ist aber nicht, also haben die Füße auch Bänderrisse. Ja, weil ich ein Bänderriss habe. Ja, ich weiß, Ja. aber das ist ja, sind ja nur Leichenteile, die da. Ich meine, kennst du Weird Beat persönlich? Nö. Gut. Aber die Bänder sind auf jeden Fall gerissen, wenn nur noch die Füße ankommen. Richtig. Stimmt. Und der Rest vom Bein nicht mehr dran ist. Jetzt sind auf Ah, jeden diese Fall ein paar Logik, Bänder gerissen. diese sprechende wissenschaftliche Logik, die da einsetzt. Ja, und jetzt haben wir hier ein sehr langes Dokument, wo wir auf Seite 16 gucken sollen. Und da gibt es dann Condition Code 2, Fresh Dead, Condition Code 3, Moderate Decomposition. Ich dachte gerade Moderately Dead. Moderate Decomposition. Code 4, Advanced Decomposition. Condition Code 5, Skeletal Mummified. Okay. Ich würde sagen, wir haben zwei oder drei. Weil er ist hier schon so aufgebläht. Ja, lesen wir mal drei durch. Moderate Decomposition. Bacteria shift von aerobic to anaerobic, also ohne Sauerstoff arbeitend. Excreting gases that result in bloating, a primary characteristic of this stage. Proteins start to break down and tissue cohesion starts to deteriorate in a process called putrefaction. This results in the emission of unpleasant odors with interesting and appropriate chemical names such as putrescine and cadaverin. Aber Cadaverin. doch.
Statement of with interesting and appropriate chemical names, finde ich auch eine. Ja, with interesting and appropriate chemical names. Das ist Hammer. Ja, also ich würde sagen 3, weil der so aufgeblasen ist. Ja. Würde ich auch sagen. Okay, ich muss den hier wieder für den Stream großziehen, so. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit 6. Do scientists know this whale? Humpback whales are individually identified most often by the patterns and ridges on the ventral or underside of the fluke's tail. The undersides of the tail is facing up here because the whale is on its back. Photographs of whale flukes are catalogued and matched, providing a history of sightings for that whale. Sighting histories can provide information about age, reproduction, movements and health over time. Learning more about whale matching here. We were not able to match this whale's fluke to any other photos of it, which is somewhat unusual. So, und hier können wir mehr über Whale Sighting lernen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst übersetzt. Ja, gerne. Wir gucken uns die Hinterseite der Fluke an, also der Schwanzflosse. Schwanzflosse, danke. Weil die sind eben immer ganz individuell. Also mit der Färbung, mit den Narben, die sie drauf haben. Und das heißt, die Wissenschaftler fotografieren die und erkennen so ihre Wahlindividuen. Und bei dem Wal, also weil, ne, dieses 3D-Model, das war ein echter Wal. Den haben sie nicht gekannt, was ungewöhnlich ist, weil sie halt eigentlich die Wale in der Gegend kennen. Genau. Und dann gehen wir mal Your Whales as Individuals. Da muss ich wieder ein bisschen rein. Lieber Chat, danke für die Unterhaltung zwischendrin. Ich hatte die Furzgrundel schon wieder vergessen. Ja. Aber die kommt ja jetzt jedes Mal. Irgendwer kommt drauf. Vielleicht können wir Patenschaften für Furzgrundeln irgendwann anbieten oder selber übernehmen, oder? Ja, wir sollten. Da war doch so ein, irgendwo hier in Norddeutschland, so ein Zuchtding für Furzgrundeln. Ja, ja. Ja, sollten wir mal mit denen Kontakt. In der Nähe von. War das nicht bei Cuxhaven, Bremerhaven, irgendwie sowas? Ja, nicht weit von Julia. Ja, müssen wir einen Ausflug nochmal machen. Ja. Nehmen wir eine Kamera mit, machen Fotos, Videos. Ja. Happy Whale engages citizen scientists to identify individual marine mammals for fun and for science. Cool. Also wer Fotos von Walfluken hat, kann hier mitmachen. Ich habe heute leider keine Walfluke für dich. Kein Foto für dich. Nein, kein Foto. Ja, vielleicht musst du mal noch irgendwann noch eine Furzgrundelpuppe bauen. Vielleicht baue ich eine Furzgrundelpuppe oder alternativ, um davon abzulenken, vielleicht sollte ich doch noch eine Bootstour hier machen und ein paar Walfotos machen von den kanarischen Walen. Hier hängen auch welche rum. Stimmt. Gehen wir doch mal nach Deutschland. Hier oben hin, ob es da was gibt. Es stranden doch bei uns auch immer irgendwelche. Es ist letztens ein Mohnfisch angeschwemmt worden. Wo? Jüst. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Letzte Woche. Aber hier werden irgendwie keine Wale angezeigt, kann das sein? Liegt es daran, dass wir irgendwas noch nicht angeklickt haben, was man anklicken müsste oder so? All the time. Show individual connections. Aber sind da irgendwelche Wale? Haben wir noch nicht auf Search gedrückt? Muss hier eine Spezies auswählen. Ja, das ist eine gute Idee. Was heißt denn Schweinswal auf Englisch? Harbor Purpose. Schweinswal. P. Harbor Purpose. La Purpose. Da noch einen drüber? Ja. Ah, 2.
Das ist ja nicht viel. Nee. Aber du weißt ja auch, dass die Ostseepopulation nicht ganz so groß ist. Ah, und hier unten ist er. Okay. Ich versuche morgen, falls das Wetter es zulässt, ich habe diese Unterwasserkamera dabei, einmal schnorcheln zu gehen. Und ich habe ja seit 2 Jahren ein Meeting mit den Resident Sharks offen, die im Hafen in La Aldea ab und zu abhängen. Ich weiß nicht, ob sie es auch in diesem Jahr tun. So ein Engelhai, ne? Oder? Ja, genau, die Engelhai, ja. Aber ich weiß nicht, ob die dieses Jahr da sind. Ich werde es mal Schmeiß mal Happy herausfinden. Whale in den Chat. Ist das Wasser warm? 19 Grad. Okay, ist gut. Geht. Also für Leute, die sonst in der Nordsee schwimmen, ist ganz normal. Sogar noch wärmer als sonst. Ja, wahrscheinlich wärmer, ja. Ja. Ist frisch, aber es geht. Oh, Olaf, not the snowman is da. Ja, und Hello. Humpalaki, Hi, schönen Olaf. guten Abend. Ja, moin. Wir haben Und uns bisher Glubberer mit. und Gut auch, schönen guten Abend. Lugere und gut. Ja, wir sind ohne Reini und Nikolas. Die hatten heute keine Zeit für uns. Die streamen parallel, falls du jetzt wieder gehen möchtest. Geh in deren Chat und grüß von Aber uns. bei uns lernst du, wie du mit Walleichen umzugehen hast. Richtig. Ja, wir haben hier CSI Whale Watching. C Ja, wo lernst du CSI sonst? Strand, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Oh, der ist schon rum. Ah. Was, ist Min Correction vorbei? Ja, oh, wir sind aber auch schon Oh ja, ja wir haben ja schon schon halb halb zehn. 10. Ja. Die Zeit verfliegt. Aber hallo. Komm, dann klicken wir uns jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil wir wollten ja auch noch ein bisschen zocken, ne? Ja. Ja. Ich möchte noch ein bisschen Dystopie, so wie sie hier in den letzten Tagen zum Thema Kalima war, für die später zugekommenen. Ich bin gerade auf Gran Canaria. Das ist Schlechtes Wetter. interessant, daran erinnere ich mich. Also es ist ja auch schon länger her, dass ich das durchgeklickt habe, aber das ist interessant. Da. Worum geht's denn da? Ich sehe das nicht. So, how old Wichtig. is this whale? In most marine mammals, teeth are used to age animals. Because baleen whales don't have teeth, they are aged using earplugs. Ja, das hatten wir schon mal. Ja, stimmt. Eye lenses can also be used to estimate age. Earplugs are layers of wax that accumulate in the ear canal of the whale. Zoom in. Jetzt kann man das mal sehen. Das haben wir schon mal gemacht. Ich hatte darüber schon mal mit euch gesprochen sogar. Wir haben da einen eigenen Stream über Ohrenschmalz bei Walen. Stimmt, da ist der Ohrenschmalz. Da ist der Ohrenschmalz. Der sich ansammelt, damit die man das Alter bestimmen kann. Oder Ja. sonst mit den Augenlinsen. Genau, die Jahresringe des Wals, gefangen im Ohrenschmalz. Krass, ja, was steht da noch? Foto bei Christina Lockyer from a different whale. They are located here, but deep just beyond the base of the mandibles. Mandibeln, ja. Mandibel at the base of the skull. In addition to age, earplugs can be analyzed for levels of hormones, contaminants and fatty acids content over time. Okay. Also man kann nicht nur das Alter bestimmen, sondern man kann auch Hormone bestimmen, Ganz viel Biochemie machen. Giftstoffe, genau, oder Fett und kann dann eben auch sowas über das Leben von dem Wal lernen. Und den Zusammenhang mit der Welt, was gerade Ja. für Scheiße im Meer abgelagert worden ist. So, 8 Oh ja. ist How old is this whale continued? The earplugs need to be accessed from the underside of the whale, which is accessible because the whale is on its back. However, extracting the earplugs includes extensive work, so it generally not included in the initial assessment. Here, the assessment occurred via drone and so earplugs were not extracted. Also, man muss viel Arbeit da reinstecken, um an die Ohrstöpsel zu kommen. Und hier wurde die erste Sichtung mit Drohnen gemacht und die Drohnen sind noch nicht in der Lage, den Walen das Ohrenschmalz aus den Gehörgängen zu pulen. Wenn ich das jetzt mal frei übersetze. So, und jetzt 9. Ich bin gespannt. Okay. Need a scale? You can measure the whale in meters. Measurement tool. In Metern, das ist ja für Nordamerikaner schon quasi ein großes Zugeständnis, nicht in Fuß. Ja.
Okay. Ah, jetzt habe ich hier. Das ist ja spannend. Mikroplastik in Ohrenschmalz ist gerade eine Frage von Weird Ja. Beat. Wir können mir vorstellen, dass man das schon irgendwie. Ich weiß es aber nicht. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viel Mikroplastik ins Ohr reinläuft. Also ich würde sagen, theoretisch ja. Aber ich habe noch nie davon gehört, Ich dass google jemand es. geguckt hat, aber. Mal gucken, ob man was findet. So, und hier können wir jetzt in diesem Tool messen. 12,21. Ja, 13 Meter lang. Also ganz ordentlich. Ist auf jeden Fall erwachsen. Die Dame. Also es gibt auf jeden Fall Biomarker, die gefunden werden. Es gibt bei Science Direct ein offenes Paper dafür. Für sowas. First Assessment of Pollutant Exposure in two Balaenoteered Whale Populations in Norwegen. Das ist ja nur, also Und pollutant ist ja. ja, und dann integriertes Framework für Mikropollution. Ja gut, Plastik weiß ich noch nicht. Ja, wir haben ihn jetzt gemessen mit 13 Metern. Das geht hier in diesem 3D-Dings auch tatsächlich. Also hier haben sie uns ein Maßband gegeben. Jetzt muss ich wieder hoch und das für euch wieder ein bisschen größer ziehen. So. Zoom in. Jetzt kriegen wir noch mal. Bei dem Graphen unten kannst du die Alter, Größe und Alter sehen. Ach so, das hier ist jetzt so ein Messprotokoll, was ich hier bekomme. Und hier unten. Hier ist der Chart. Hallo? Das hier ist Jahre und Länge in Metern. Okay. Dann, wir haben 13 Meter gemessen, also es wird auf jeden Fall ausgewachsen sein. Ja, ausgewachsen nicht unbedingt, aber erwachsen. Erwachsen, ja. Ja, Okay. werden so 15, 16 Meter groß. Aber es ist krass, wie schnell die wachsen. Also so Ja. hier in einem Jahr fast Fast zwei 2 Meter, Meter. ey. Nee, 2 Meter. Also wenn sie eins sind, sind sie schon 9 Meter, aber dann so in einem Jahr 2 Meter. Krass. Ja. Ich weiß nicht, wie groß sie sind, wenn sie auf die Welt kommen. Ach so, ja, richtig. Aber mit einem Jahr 9 Meter groß sein, ist schon ganz ordentlich. So, wir haben jetzt die Länge bestimmt und jetzt sind wir bei 10. Summary. The large flippers compared to the body size indicate that this is a humpback whale. The most commonly seen whale in southeast Alaska. Although it was disappointing that the whale was not individually identified, it was determined to be a reasonably good candidate for a necroscopy. There was. Ja, ne, necropsy, nicht necroscopy, oh Gott, necropsy. There was only moderate decomposition. The whale was relatively high on the beach, providing access during a large part of the tide cycle. Furthermore, it is an adult-sized female, which is an important demographic for the health of the population. The crew of local trained volunteers, part of the Alaska Marine Mammal Stranding Network, was assembled 4 days later, led by a catechin biologist. And Cytosine, ja. okay, Katasin, Biologist and University of Alaska Southeast Professor Dr. Lauren Wild. Und go forward, click the next link to see how we found the whale after another couple days external anatomy. Oh.
Und jetzt sind wir beim nächsten 3D-Modell. Und es geht weiter. Okay, hier gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Wollen wir das auch noch machen? Wollt ihr es auch noch machen? Achso, was ist eins? Okay. Und Olaf, Werkzeuge zum Ohrenschmalz aus einem Walraus holen, vermutlich irgendwas mit einem Skalpell. Also die machen keine Q-Tip-Aktion. Also ich glaube, man sieht da ein Foto jetzt noch irgendwann. Da muss der Wal, da musst du richtig den Wal auseinandernehmen, um daran zu gucken. Ja. Das wird auch nur noch bei toten Walen gemacht, das Ohrenschmalz rausholen. Da gibt es Ohrenschmalz-Sammlungen. Ich muss mal gucken, in welchem. Also ich würde, also es kommen hier noch ein paar interessante Sachen tatsächlich. Okay. Dann mach mal Aber weiter. vielleicht können wir einfach nur die Bilder und die quasi die Texte, die da stehen und nicht auf jeden einzelnen Link. Okay, ja. Dann geht es ein bisschen schneller. Okay. A word about endogenous languages. Ich versuche mal, kriege ich das hin, on the fly zu übersetzen? Dieser Wal wurde entdeckt auf Ani in der Nähe von Canasei Seed Tarkin. Und beim Vulkan Lux Mount Edgecumbe. Die eingeborenen Menschen in Südostalaska sind jeher Besitzer des Landes und Schützer des Landes. Und da sie sich die ganze Zeit darum gekümmert haben und als Erinnerung an dieses Kümmern, gucken sie auch halt nach den verschiedenen Sprachen für dieses und arbeiten mit dem Südost-Alaska Heritage Institute zusammen. Ich wusste nicht, dass es da. Ich weiß sehr, sehr wenig über Alaska, stelle ich gerade fest. Okay, gehen wir mal. Also das ist ja quasi ein Hinweis zur Sprache, weil ganz, ganz viel wird halt auch in anderen Sprachen benannt und bei Fundorten. Und jetzt geht's in die externe Anatomie. Während wir den Ort, also die Szene uns angeguckt haben, waren wir überrascht, dass wir herausgefunden haben, dass der Wal bewegt wurde, und zwar bei den Wellen, also bei der Brandung, einen nicht unerheblichen Teil den Strand herunter. Und er wurde umgedreht und auf die Seite bewegt vom Wasser, was uns erlaubte, dass wir die Oberseite des Wals angucken konnten. Zusätzlich zu den Halsfalten und der Zunge, achso, nee, zusätzlich die Halsfalten und Zunge haben sich zurück deflated, also sind in sich zusammengefallen. Die rechte Flosse sind im Sand vergraben, genauso wie Teile der Hinterflosse. Bei diesem Wal wurden die Ohrstöpsel konnten nicht, man kam nicht an die Ohrstöpsel ran, weil der Wal seine Position verändert hatte, bevor die Nekropsie angefangen hat. Deswegen konnten wir das Alter nicht genau bestimmen. Auf jeden Fall ist hier ein Bild von einem anderen Wal, wo Freiwillige gerade den Ohrstöpsel rausziehen. Und den öffne ich mal. Oh, jetzt, Olaf. Okay. Das ist nicht mal kurz hingehen und. Ja, mit einer Säge, ne? Also das sieht
aus, als ob da großes Gerät rangekarrt wurde. Hat da jemand rechts eine Hand im Penis? Ich muss euch das zeigen. Ich glaube, bis jetzt war das Bild für den Stream noch jugendfrei. Also, ja. Und jetzt, es handelt sich bei diesem Wal offensichtlich um ein Männchen. Ich weiß nicht, was der da macht. Aber es wird mit wissenschaftlichem Kram zu tun haben. Ja. 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 Sieht ein bisschen aus, als hätte der Wal so eine ISBN auf diesem Papier. Dieser Wal, ein offenes Buch. Ja, und das an. Achso, hier ist noch ein zweites Bild. Okay, hier sieht man. Also, das hier ist das Loch, das gegraben wurde. Und da drin ist dann der Earplug freigelegt worden. Okay. Und man sieht im Hintergrund das Bein von dem Typen, der da in diesem Loch steht, das Gelbe da. Das ist schon krass. Ja, und ja, anscheinend also ist dieser Wal kein Männchen. Ich ziehe alles zurück, weil hier auf dem Zettel steht Female. Ja, was ist denn das da auf dem Bild, da auf dem anderen Bild gewesen? Vielleicht ist das Foto nicht vom gleichen Wal. Ja, das ja, kann sein. Also vielleicht sind das nur zwei Fotos, die sie da rausgesucht haben. Ja, weiß man nicht. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Okay, ja, das sind die Earplugs. Jetzt kommen wir zu Head and Mouth. Take a closer look. Ach Gott, davon gibt es auch noch mal ein 3D-Modell mit Menschen da oben drauf. Das ist ganz gut, um die Größenvergleiche mal hinzukriegen. Wahnsinn. Ja. Ja, siehst du die Barten. Das hier, ne? Ja. Und die Zunge ist das, was da so wabbelig unten liegt. Hier? Weil die halt auch so, weißt du, die bläht sich auch so auf, also durch die Bakterien und dann platzt das und dann fällt das wieder in sich zusammen. Da gibt es übrigens, ich kann es gleich mal in den Chat hauen, wird man als Ohrenschmalz ernter geboren? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, man wird geboren. Man muss geboren sein für den Job, würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, es wird da wächst man nicht so rein. Nee. Aber es ist schon krass mit diesen 3D-Modellen, dass man sich das mal angucken kann und dann auch es ist was ganz anderes, als das mit Bildern zu kommunizieren. Das stimmt schon. Ich finde das finde das echt. Man kann sich das auf eine ganz andere Art und Weise angucken. Ich konnte es mir nicht richtig vorstellen, als ich das nur gelesen habe. Ja, mit 3D-Modellen wird einem das beigebracht, aber nee, es macht total Sinn, dass man hier rumgehen kann und das von verschiedenen Positionen. Die Menschen sehen zwar ein bisschen lustig aus, aber ja, man kriegt einen Eindruck von der Größe irgendwie. Voll, ich finde es ziemlich cool. Ja, ich auch. Und ich finde, sie haben das auch schön gemacht mit den Stellen und dann hast du mal wieder ein Foto und so. Das finde ich cool. Ja. Ja. Und hier haben wir nochmal 6 Positionen, die wir durchgehen können, ne? Ja, ich glaube, aber ich glaube, die sind nicht so lang, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Berlin? Bitte? Berlin, ja. Das sind Berlin. Ah, sind Olaf hat unser nächstes Thema schon erraten. Im Chat geht es gerade um Vulkanausbruch bei Tonga. Auswirkungen auf Meeresflora und Fauna. Haben Wale jetzt Kopfweh durch die plötzlichen Druckschwankungen? Migräne. Mal sehen. Auf jeden Fall sind wir etwas up-to-date themenmäßig. Ja. Ja, kurz, Berlin Whales sind alle Bartenwale. Das ist das englische Wort dafür. Okay, Barten. Danke. Barten haben wir hier. Das sind Barten. Und Barten funktionieren wie ein Filter. Das heißt, der Wal macht einen riesen Schwups und dann presst er das ganze Wasser wieder raus durch diese Barten und dann bleibt halt eben das ganze Krill und was er fressen will, kleine Frische, bleiben an diesem Barten hängen. Und wenn das Wasser dann raus ist, dann schluckt er die runter.
Mir ist da irgendwie, habe ich irgendwie vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, dass eigentlich, dass wir immer gerade so Bartwale, dass man die ja immer so als, ah, die sanften Riesen der Meere und so, und die sind ja quasi Vegetarier, obwohl das gar nicht stimmt, weil sie fressen eigentlich kleine Fische und Krill und Zooplankton und so. Das sind ja gar nicht Pflanzen. Aber irgendwie wird das eigentlich immer so verkauft, und eigentlich ist es doch viel krasser, weil die fressen halt dann in einem Schwupps irgendwie Millionen von Lebewesen. Das sind Mega-Killer. Warum Machen die heißen quasi Killerwale knapp. Killerwale und die nicht? Genau, ein Killerwal frisst irgendwie, keine Ahnung, eine Seerobbe, und alle sind so, boah, was für ein Monster. Und so ein Wal macht einmal Wupp und dann sind einfach so eine Milliarden von kleinen Leben weg. Da kann man gar nicht so genug Beerdigungen machen, wie so ein Bartenwal da drüber Ich geht. sehe das ja Kann jetzt man erst, mal dass der drüber Typ nachdenken. da hier einen Teil von den Barten rausgeschnitten hat. Stimmt, ja. So ein Querschnitt daraus. Ja. Heftig. Naja, aber wir können ja noch mal ganz schnell durchklicken. Es ist noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte, weil ich die Hier cool jetzt fand. Also durch. von im anderen Modell. Okay. Dem hier. Ja, genau. Und Blowhole. dann, nee, nicht, ah, genau, hier kann ich noch kurz was zu sagen. Zu Blowhole, ich weiß nicht, ob man es da gut sieht. Das Mach sind mal quasi Tegel. Hallo. alle Bartenwale haben nämlich zwei Löcher beim Blowhole. Also, weil das Blasloch ist ja eigentlich evolutionsmäßig die Nase, die sich quasi dann im Laufe der Zeit an den Hier sieht Rücken man es in gebildet dem hat. 3D-Modell einigermaßen, ja. Ja, genau. Und Bartenwale haben immer zwei Löcher. Und bei Zahnwalen, also Delfinen oder Orcas, die haben nur ein Loch. Also wenn ihr oben quasi nur den Rücken seht oder so, könnt ihr daran auch erkennen, was das für ein, ob es ein Zahnwal oder ein Bartenwal ist. Und warum? Also warum haben Zahnwale nur ein Nasenloch? Evolution. Keine Okay, Ahnung. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Also, oder ich weiß Ich es kann eine nicht. mega unlogische Erklärung dazu liefern. In der Meditation kann man sich, um sich zu beruhigen, ein Nasenloch zuhalten und durch das eine und dann das andere Mal zuhalten und durch das andere atmen. Das beruhigt. Und wenn man halt so ein Mega-Killer ist wie so ein Bartenwal, dann muss man sich wahrscheinlich zwischendurch auch abberuhigen, weil man so ein richtig schlimmes, schlechtes Gewissen hat, Milliarden Lebewesen auf einmal niedergemetzelt zu haben. Wohingegen so ein Zahnwal, wenn der eine Robbe frisst, dann ist es halt eine Robbe an einem Tag oder eine Woche. Also das ist quasi todesmäßig nicht so dramatisch. Bartenwal, der muss mal drüber meditieren, was er da gerade gemacht hat. Also über Meditationsgewohnheiten hat sich das Ja. evolutionär so entwickelt. Finde ich Ja, gut, die ich denke Theorie. schon, dass Ja. es was Spirituelles. Ist was Spirituelles. Ja. Ja. Sorry. Ich habe Zeit, über sowas nachzudenken, anscheinend. Genau, André, kannst du mal weitergehen? Ich will nämlich noch ganz kurz mit euch die Parasiten angucken. Das fand ich Oh nämlich auch ja, richtig cool. geil. Sind da Auge. Läuse Mal weiter. dabei? Ja. Sind da Ja, und das ist echt ein ekliges Bild. Ja, die sind richtig fies. Sorry, aber ich hoffe, ihr habt alle schon gegessen. Ja, wir sind. Dorsalfin. Nee, nee. Da kommen sie, Ja, glaube da ich. haben wir Ja, sie. ja. Da müssen wir jetzt durch die Bilder gehen. It's gonna be awesome. Haben wir ein 3D-Modell von hier, das ist quasi, das ist so Seepocken. eine, genau, das ist so eine Seepocke. Das Okay. Weiße, wo die 1, glaube ich, ist. Und dann haben wir die 2, das sind nochmal also quasi Parasiten auf den Parasiten. Ich habe vergessen, wie die heißen, Steht da aber bestimmt gleich dran. ja, die Rabbit Rabbit Ear Ear Barnacle. Barnacles. Genau, die wachsen wiederum eben auf diesen Barnacles. Also ist der Parasit auf dem Parasit. Okay. Because they can. Und da Und take die a sind. closer look. Wobei, warte mal, Ja, ich mach kann mal mal. was nachgucken. Ich habe nämlich über Seepocken letztens irgendwas rausgefunden. Seepocken, ich glaube, es gab teilweise symbiotische Beziehungen mit Ja, es kann auch Walen. sein. Ja, ich weiß nicht, ob die so. Die sind Warte mal, halt ich guck mal nach. riesengroß. Ja, ich Ne, also ich weiß. meine, es muss ja fast so groß wie eine Hand sein oder so. Weil wenn das. Ach so, es ist eine Parabiose meistens. Also keine Symbiose. Ich habe nämlich für Kinder was zum Thema Symbiosen gemacht, und da habe ich mir ein Paper angeguckt über Wale, und die Seepocken, die da drauf wachsen, die haben natürlich total was so per Anhalter durch die Weltmeere zu.
sich fahren zu lassen. Aber weil es nicht so viele sind, haben die Wale dadurch selten einen Nachteil. Also Parabiose. Entschuldigung. Sie verlieren ein bisschen Geschwindigkeit, ja. Geschwindigkeit. Ja, ich habe, es gab neulich auch ein Paper, da wollte ich auch mal drüber reden, dass Seepocken, dass sie bei Schildkröten gefunden haben, dass Seepocken sich doch bewegen können und nicht festsitzen. Das ist, das habe ich auch, da habe ich ein Paper auch dabei. Das ist genau mit diesen, bei den Walen auch so, weil verschiedene Seearten Ah, wandern okay. erstmal auf den So groß Wal sind auf der die. Haut rum. Da sieht man die in der Hand. Geil. Jetzt Also schon sind ordentlich. diese Ausstülpungen schon noch kleiner, oder? Ah nee, Oder Fischkrebse. hier haben wir mal. Da sind die dran, oder? Ja, das sind diese Rabbit Barnacles. Krass. Ja, und wir müssen auch das, und das ist auf jeden Fall noch ein richtig ekliges Ja, da warte ich jetzt auch drauf. Walläusebild, ey. Hier. Ja. Nee, Und die noch, also noch wahrscheinlich eins zurück. hier. Weiter Ja, ich unten kann es nicht vielleicht? lesen, aber vielleicht weiter. Ja, weiter unten. Ja, da, ich sehe es. Zoom in. Das sind Walläuse. I Das ist das Blasloch. Ja, das ist Blasloch. Die zwei Löcher. Ja. Ui, ich finde sie so eklig. Sie schauen echt einfach aus wie Läuse. Was machen die? Also Naja, die leben leben auf halt. der Haut Ja, und die leben halt auf Walen. Also das Ding ist, es sind zu viele. Also anscheinend, dass man, wenn man die Parasiten untersucht bei den gestrandeten Walen, das hilft auch, um zu verstehen, ob der Wal vorher krank war oder nicht. Das heißt, wie das halt oft bei Tieren ist, ne, wenn die krank sind, dann bist du halt anfälliger eben auch für Parasitenbefall oder sowas. Und das heißt, wenn du viel Parasitenbefall hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Tier wahrscheinlich vorher irgendwie krank war und so. Deswegen guckt man das auch an. Und das war wohl eben ein sehr krass befallener Wal. Also so schlimm ist das wohl normalerweise nicht. Und die sind ja echt groß. Also hier unten, wie Ja. Weird Beat richtig sagt, das ist kein, das ist ein Zollstock. Das heißt, das sind keine Zentimeter, sondern Zollangaben. Also ein Zoll sind Das 2,7 Zentimeter. glaube ich, warum steht da Zollstock? Nee, aber wenn du die Striche zählst, das sind 16 Okay. Zwischenstriche. Und du hast hier der eine in der Mitte ist die Hälfte, dann der nächst kleinere ist ein Viertelzoll und dann dazwischen wieder ist ein Achtelzoll und dann sind die ganz kleinen Sechzehntel Zoll, weil die immer in die Sachen halbieren in halbe, Viertel, Achtel und so. Deswegen gehe ich davon aus, das hier ist Zoll, weil mit Zentimeter machst du das nicht. Ja, eklig. Ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet, über diese Läuse, dass die ja auch so walspezifisch sind und so. Und dann, glaube ich, auch in den Walfamilien irgendwie genetisch auch. Ja, auf jeden Fall sind eklig. Ich dachte auch ehrlich gesagt, dass die kleiner wären. Ich wusste nicht, dass die so groß sind. Also ja, es ist dann so, ne? So. Die klammern sich fest irgendwie mit ihren Beinen. Aber ich glaube, die bewegen sich wahrscheinlich nur so lange, wie sie die perfekte Stelle gefunden haben. Ich glaube, die fressen die Haut, oder? Die ernähren sich von der Haut. Ja. Die setzen, also ich hier in der Wikipedia, die Walläuse setzen sich an Stellen des Körpers fest, von denen sie vor Wasserströmungen geschützt sind. Julia sitzt im Dunkeln. Ja, heute ist irgendwie. Als Nahrung dienen den Walläusen Hautpartikel und Körpersekrete des Wirts, sowie Algen, die sich auf dem Körper des Wirts ansiedeln. Immerhin ist Julia noch da. Ja, Ja, ne? Man muss immer positiv sein. Jetzt ist auch wieder Licht da. Palim, palim. Ja, die sind schon mittelmäßig eklig. Mhm. Okay.
Genau. Damit haben wir das gezeigt, was man sehen sollte. Ich teile nochmal den Link, wie man da hinkommt. Schlaf schön. Ich teile nochmal den Link, wie man da hinkommt, in diese ganzen 3D-Modelle hier rein, wo wir uns jetzt Sachen angeguckt haben, wenn ihr das euch selber noch angucken wollt. Durch den Albtraum der Parasiten und so. Ja, also wir sind ja auch noch nicht ganz durch. Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall das, was dir noch im Gedächtnis geblieben ist, was du uns zeigen wolltest. Ne? Ja. Ja, ich habe mich da auch, also ich habe mich auch nicht weiter durchgeklickt und ich habe auch nur so quasi so ein bisschen schnell, um zu gucken, ob sich es überhaupt lohnt. Ja, ja, aber ich fand es eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ach ja, das sind die, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich da auch gelernt. Bei den Buckelwalen, die haben ja oft wie so Warzen irgendwie um den Mund rum. Mhm. Und die haben einen Namen, der steht da irgendwo. Tuberkulus. Tuberkulus. Tuberkel. Genau, das sind Tuberkel. Und auf jeden Fall sind da irgendwie, die haben immer ein, zwei Haare drin, also wachsen aus diesen Tuberkeln raus und man geht davon aus, dass das irgendwie, dass das Sinnesorgane sind, aber man weiß nicht so genau, was sie damit machen. Ah, sowas wie Schnurrhaare. Vielleicht. Hm. Ja, oder sowieso alte Menschen, die so Warzen mit Haaren haben und sich schlecht rasieren dann. Ja. Ja, die Tuberkel war bei Stromberg die Chefin, ja, stimmt. Aber die hat mit dieser Art von Tuberkel nicht so viel zu tun. Okay, soll ich noch weiter durchklicken? Kannst ja mal kurz gucken, was noch kommt. Ich wollte gerade sagen, du wolltest noch was über den Vulkan erzählen. Ja, wir haben noch den Vulkan offen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Schlechter Witz. Okay, wir können jetzt hier an der virtuellen, wir können den jetzt hier auch noch weiter auseinandernehmen, so wie es aussieht. Als Messer und dieser Fleischerhaken, ey. Ja. Das war auch. Okay, look inside. Da ist noch ein 3D-Modell. Die haben sich richtig Mühe gegeben mit diesem Modell. Ja, das ist richtig krass. Das ist, ich dachte jetzt so, okay, ist ein 3D-Modell. Nein, das ist immer eins weiter. Und hier, da sind noch Leute mit den Fingern da. Um das auseinanderzuziehen, damit wir das sehen können. Ja. Das ist so, ja, das wie so ein Steak. Das ist echt richtig harte Arbeit. Sieht man auch an dem Gesichtsausdruck. Mhm. Ja, es gibt noch so ein geiles Video, das könnt ihr googeln oder ich suche gleich einen Link raus. Wegen Rechte können wir das nicht zeigen, aber vielleicht kennt ihr es auch. Irgendwie in 1970 ist irgendwo an der Westküste der USA auch so ein Wal angespült worden und der lag da und hat gestunken und er war so schwer. Also kamen sie auf die grandiose Idee, so, ach, wir sprengen den einfach. Ja. Und ja, das Ganze wurde gefilmt von einem Nachrichtensender und sie haben diesen Wal gesprengt mit, was weiß ich, viel zu viel Dynamit. Ganz viele Leute haben zugeschaut und dann sind lauter Walteile durch die Gegend geflogen und vom Himmel geregnet und haben Autos zerstört, weil einfach wirklich solche Brocken runterkamen. Oh Mann, und alles war voll in irgendwie einem Kilometer Umkreis mit stinkenden Walstücken. Ja, es war auf jeden Fall so wieder so eine menschliche Glanzleistung. Und das kann man und sich natürlich in den USA, oder? Also natürlich, ja. Lass es uns in die Luft jagen. Also auf jeden Fall, das ist ein gutes Video. Ja, okay, verlassen wir diesen Wahlkadaver mal. Ja. Okay. Wo bin ich denn hier mit den... Achso, genau, das ist das Dokument. Ja, genau. Ich wollte noch was zu dem Vulkanausbruch in Tonga erzählen. Achtung, Olaf. Genau. Jetzt geht's los. So, den muss ich jetzt mal... Hier haben wir ein Bild von der Insel. Das hier ist die Insel, um die es geht. Die ist nicht bewohnt. Ganz offensichtlich. Das hier ist von Mittwoch vergangener Woche.
Von Mittwoch vergangener Woche ist dieses Satellitenbild. Da gab es bereits unten im Südpazifik auf Tonga halt eine vulkanische Aktivität. Und vorher waren das hier so zwei kleinere Inseln. Hier so. Man kann meine Maus sehen, ne? Und da so ungefähr. Und diese Landbrücke hat sich jetzt quasi Anfang der Woche gebildet. Also da ist, diese Inseln liegen halt an einem Rand von einem Krater, also nicht von einem Krater, sondern von einem Rücken, wo dann hier Material quasi nach oben gedrückt wurde. Und das waren vorher zwei Inseln und dazwischen war Wasser und jetzt ist da kein Wasser mehr, sondern ein dampfender Vulkan. Das war Mittwoch, wie gesagt. Und die Inselgruppe heißt, beziehungsweise die beiden Inseln heißen Hunga Tonga Hunga Haapi. Und das Bild ist von Planet Scope. Wem das vielleicht was sagt. Die haben mehrere dreifach Cube Sets. Also das sind so 30 cm mal 10 mal 10 cm. Und da drin ist quasi ein Teleskop. Am Ende ist eine Kamera und die haben ganz viele von diesen kleinen Mini-Satelliten, die um die Erde fliegen und man bekommt da halt quasi Google Earth, aber in 24-Stunden-Rhythmus. Das heißt, man kann geologische Aktivität halt beobachten. So war magst es. Magst du den Link? Ja? Magst du den Link in den Chat tun von der Seite? Von welcher Seite? Von deiner Twitter, die du gerade auf hast, dann können die Leute sich auch diese Planet Dingsens nochmal anklicken, wenn sie wollen, weißt du? Du hast so schöne Informationen gerade dazu gepackt. Das habe ich erzählt. Ja, aber man sieht es da ja auch. Das ist ein Foto auf Twitter. Aber das Foto auf Twitter kann ich auch teilen. Mhm. Aber dann sehen sie nur das Foto. Weißt du? Okay, sorry. Ich habe nur das Foto. Mhm. Aber ich dachte, dass Planet Earth herkommt. Ja, das wollte ich erzählen und wollte diese Information teilen und nicht offenlegen, dass ich nicht auf der Seite war, wo man sich die ganzen Sachen, weil die kosten natürlich Geld, die gibt's nicht umsonst. Ja. Weil ist für geologische Forschung. Ja. So. Next, genau. Und was wir dann am 15. Januar erlebt haben, ist das hier. Man kann es leider, ich kann mal versuchen, das größer. Doch, ich glaub, das funktioniert. Man sieht es, ne? Mhm. Dreh's mal ein bisschen höher von Scott Manley. Ich mach mal den Mauszeiger hin. Hier auf der rechten Seite und hier auf der linken. Mhm. Das sind zwei Erdbeobachtungssatelliten und man kann es halt extrem deutlich darauf sehen. Also 15. war am Samstag, um jetzt so ein bisschen die Zeitlinie aufzusetzen, um so ein bisschen in der Reihenfolge zu bekommen, was denn da genau passiert ist. Das war Samstag, da gab es diese riesige Eruption und hier habe ich das nochmal größer. Da kann man es auch ganz geil sehen. Einmal aus der einen Richtung von dem einen Satelliten, also größer aufgelöst. Und hier von einer anderen Position. Das ist krass wie eine Atombombe. Mhm. Ja. Boah. Ja, also das ist halt, diese Wolke erstreckte sich halt sehr, sehr hoch. Also man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen, hier sind Wolken, also daneben, und man kann es so am Rand so ein bisschen erahnen, dass diese Staubwolken viel höher sind als die Wolken da unten, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Mhm. Seht ihr? Also dass das halt in höhere Atmosphärenschichten tatsächlich auch getragen wird. Also diese Wolken hier sind halt relativ niedrig in wenigen Kilometern Höhe und diese Staubwolke wird halt deutlich höher geschleudert in der Atmosphäre. So.
Was quite extensive. Was für eine Formulierung. Genau, das war. Das ist nochmal aus einer anderen. Und hier sind so ein bisschen die Inseln eingezeichnet. Mhm. Und hier ist, wie die Insel dann quasi aussah nach der großen Eruption. Ich habe euch ja eben das gesagt, wie sich. Also, das war vorher, waren die Inseln so. Und so, dazwischen hatte sich dann Land aufgebaut und das ist dann halt nach dieser Explosion wieder weg. Und es gab dann am genau, also nee, genau, das hier, es gab zwischendurch mehrere Ausbrüche. So sah die Insel dann aus. Das war vor dem Hauptausbruch. Und wie es nach dem Ausbruch, nach diesem großen Ausbruch aussieht, können wir nicht sagen, weil da ist noch nicht aller Staub weggezogen. Also das war kurz vorm Ausbruch. Es gab immer wieder vulkanische Aktivität und anscheinend ist der Rücken da wieder in sich zusammengesunken, bevor es den Hauptausbruch gab, diesen großen Knall. Und da haben wir es jetzt nochmal, wo man das nochmal sieht. Das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ja, und seit Samstag ist halt die Kommunikation mit den meisten Inseln zusammengebrochen. Am Sonntagmorgen gab es nochmal einen kleinen Ausbruch. Den sieht man jetzt gleich hier, wo ich glaube, oder ist es? Nee, hier, genau. Hier ist nochmal ein kleiner Ausbruch am Sonntag. Ich mache nochmal ein bisschen hin und her. Da sieht man es ganz gut. So, da gab es nochmal einen kleinen. Also das sieht man halt auch auf dem Satellitenbild, aber das ist halt, es ist auch wieder so ein Satellitenbild, das von weit, weit weg guckt. Also das ist auch schon ein beträchtlicher Ausbruch, der da stattgefunden hat. Ja. Und was ich krass fand, ist hier dieses Bild von einem Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat. Hier sieht man die Druckwelle sich über die Erde, ne? Also das ist die Erde ausbreiten. Die Druckwelle von diesem Vulkanausbruch und das konnte man auch in Wetterstationen auch hier in Deutschland deutlich sehen, nämlich einfach auf den Luftdruckschreibern, die den Luftdruck aufzeichnen. Man sah da einen Unterschied von 3 oder 4 Hektopascal von einer Druckwelle, die von der anderen Seite der Erde zu uns rübergekommen ist. Also es ist nicht mehr viel Luftdruckschwankung. Man hat davon nichts gehört oder so, aber man kann es auf den Wetterstationen aufzeichnen. Aber man sieht hier die Küstenlinie von Nordamerika, ja, ne? Genau. Von der Westküste, von der Westküste. Die Westküste. Und Mittelamerika. Ja. Mhm. Und das ist die einzige Sache, die ich gefunden habe, ist aus Japan. Und das finde ich großartig. Hier eine Animation über die Druckschwankungen. Also erst läuft quasi rot. Größerer Druck über die Insel und dann nimmt das ab und dann kommt ein niedrigerer Druck, läuft über die Insel. Also genau, man sieht hier, das sind einfach nur Daten von Wetterstationen auf Japan, auf der Insel Japan und man sieht dann hier, wie die Druckwelle quasi durchläuft. Und ja. Genau, also überall hat man das halt mitbekommen. Und was da genau passiert ist, ist, wenn wir uns mal so grundsätzlich das angucken. Hupsi, falscher Knopf. Hier. Also, was hier der Fall ist, ist so ein, ist quasi so ein Fall, wobei wir hier an überall Land haben. Nur diese Zone, wo diese Inseln liegen, liegen direkt quasi an so einem Ozeangraben, wo zwei Platten untereinander geschoben werden. Aber in diesem Fall ist die eine Seite nicht Land und die andere Seite See, sondern beide Seiten sind Seen. Wir haben da einen Graben und dann ein Stückchen weiter sind diese Inseln, aber da ist immer noch mehr. Aber das war die beste Grafik, um das besser zu erklären. Und da schiebt sich eine von den
pazifischen Platten unter eine andere von den Platten. Ich konnte mir nicht merken, welche das genau war. Aber auf jeden Fall wird dort halt Gestein durch die große Reibung aufgeheizt und man hat aufsteigendes Magma. Das, ja, ne? Und dadurch gab es halt, irgendwo waren da Pfropfen, weil da ist Meeresboden und so. Diese Inselgruppe ist wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs, was ja auch dafür spricht, dass es da eine vulkanische Aktivität gab. Aber ja, es gab diesen riesigen Ausbruch, der die Insel da weggefegt hat. Und diese Inseln, auf denen das passiert ist, sind nicht bewohnt, aber in Sichtweite, also wenige 10 Kilometer entfernt, sind halt auch Inseln, die bewohnt sind. Und da gab 64. es erst, was? 64 Kilometer. 64? Ist die nächste bewohnte okay. Insel. Danke. Bitte. Und von da hat man auch so, glaube, muss man nicht lange suchen, dass man da Videos sieht. Aber ich wollte die jetzt hier im Stream nicht zeigen, weil die auf allen möglichen Nachrichtenkanälen rauf und runter gelaufen sind. Und da werden wir, wenn wir die Bilder zeigen, kriegen wir einen Strike, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist hier, das hier sind die Radaraufnahmen der Inselgruppe. Und hier haben wir 11. Dezember, wo man, das hier war noch unter Wasser. Also hier sieht man so einen Rücken, der sich nach oben bewegt. Oder das weiß ich gar nicht, ob das am 11. Dezember schon über Wasser war. Dann am 23. September, da hat sich noch mehr von dem Rücken nach oben gedrückt. Und am 4. Januar hatte sich hier schon irgendwie was verändert. Und am 16. Januar, also nach dem Ausbruch, ja, ist hier ganz viel weg, ist der Druck weg, hat sich entladen in dieser großen Eruption und die beiden Inselüberreste sind nur noch da. Inga, was hast du reingeschmissen? Ich habe nochmal das Bild, wahrscheinlich Olaf hatte gemeint, dass Rüdi und Nico was für Deutschland gemacht haben mit Kachelmann-Wetter. Gerade mal gegoogelt und habe von einem Daniel Rüden Tweet gefunden, der das so macht wie in Japan mit der Druckwelle, wo man die Luftdruckveränderung sehen kann. Deswegen habe ich das dann noch reingehauen, falls jemand sich das noch für Deutschland angucken will. Oh, okay. Ja, dann kann ich das habe ich nämlich. Oh ja, das sieht auch krass aus. Ich schiebe das mal rüber. Hier haben wir es für Deutschland von Daniel Rüth. Da sieht man es auch ganz. Das habe ich so schnell nicht gefunden, tatsächlich. Ja, macht er. Ich habe es jetzt auch nur gefunden, weil Olaf das hatte, dass die beiden das gemacht haben. Gerne. Da sieht man es so durch. Ja. Also genau, es ist nicht Hektopascal, sondern in Zehntel Hektopascal ist das angegeben. Mhm. So wie es aussieht. Ja, und kontraintuitiv, die Richtung. Liebe Leute, die Richtung, ne? Es kommt natürlich aus Norden. Warum kommt es aus Norden? Weil der Südpazifik über den Nordpol näher ist als über den Südpol zu uns. Es ist im Südpazifik schon in den Subtropen. Das heißt, und wir sind in einer gemäßigten Zone auf der Nordhalbkugel. Das heißt, der kürzeste Weg ist tatsächlich über den Nordpol für die Druckwelle zu uns. Und nicht andersrum. Wir können es versuchen, das auf Google Earth mal anzugucken. Google Earth müssten wir doch einfach so mal starten können. Dann mache ich das mal kleiner und dann gucken wir uns das mal in Google Earth an. Genau, da waren wir zuletzt beim Gletscher beim letzten Mal, ne? Und wo ist es passiert? Irgendwo hier unten. Land in Ozeanien, da ist Tonga. Ja, ich möchte, genau, da ist der ausgebrochen. Hier unten. Und ich bin zu weit rausgezoomt. So, und wenn wir jetzt mal einmal einordnen, wenn wir jetzt mal von Tonga quasi nach Norden wandern, dann kommen wir hier über den Nordpol. Und da sind wir in Deutschland.
wenn wir jetzt von Tonga nach Süden gehen, dann kommt eine Weile nix, dann der Südpol und dann müssen wir noch ganz über Afrika rüber und dann sind wir in Deutschland. Also, wenn wir hier lang gehen, sind wir früher bei Tonga auf der anderen Seite der Welt über den Nordpol, als wenn es über den Südpol laufen würde. Aber total richtig. Weird Beat sagt ja kontraintuitiv die Richtung. Aber ja, der Knall war halt in den, wenn mich nicht alles täuscht, müssten das Subtropen sein. Das ist schon Subtropen. Also der Äquator ist irgendwo hier. Ja, irgendwie da. Das ist also näher am Nordpol, als den Umweg um den Südpol zu nehmen. Jo. Und ja, schon am Klimax. Und so Olaf hatte ja irgendwie die Frage, was das für Auswirkungen hat auf die Flora und Fauna und so, ne? Ja, Olaf, das ist gerade die große Frage, die alle ein bisschen beschäftigt, ne? Wir wissen ja nicht mehr, wie es den Leuten in Toga gibt, weil eben die Kommunikation dahin abgekappt ist und Neuseeland und Australien haben ja jetzt so Aufklärungsflugzeuge dahin geschickt und so. Und mal gucken, was abgeht. Soweit ich jetzt gehört habe, es war ja auch große Tsunami-Angst, aber ich glaube, so in den anderen Ländern war zumindest tsunami-mäßig nichts. Also ich habe zumindest nichts gehört. In USA gab es Tsunamis. Also gab es tatsächlich eine Flutwelle. Ja, aber nichts Dramatisches. Ja, nicht so schlimm, wie er befürchtet. Ja, ja, also da war ein bisschen was, am Strand unter Wasser. Niemand ist zu Schaden gekommen oder so. Ja. Und sonst, ja, keine Ahnung. Also ob die Wale Kopfschmerzen bekommen haben, kein Plan. Ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt. Und ich denke, was wahrscheinlich das ist, was größte Auswirkungen irgendwie da auf das Land oder Meeresleben haben kann, ist halt die Aschewolke. Es ist halt die Frage, wie lange bleibt die, wie kommt die runter und dann hast du halt die Asche, die da drauf ist und gerade wenn die sich dann auch im Meer absetzt und da irgendwie auf die Riffe oder so, auf die Korallen drauf, dann ist es natürlich schon blöd. Aber bin ich auch gespannt. Ich meine, wahrscheinlich wird es da schon noch Untersuchungen geben. Also ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Vulkan ausbricht und irgendwie Asche ins Meer kommt. Genau. Hi, Klimax. Wir reden über Meeresthemen. Also du bist das erste Mal hier, du hast verpasst. Wir haben jetzt gerade eine Stunde lang einen toten Wal auseinandergenommen und haben über Wale gelernt dabei. Und jetzt haben wir gerade über den Vulkanausbruch in Tonga gesprochen. Jo. Und ich weiß nicht, und zocken wir gleich noch eine Runde eigentlich? Oder ist schon zu spät? Was sagt denn die Uhrzeit? 21:45. Also von mir aus, ja. Wollt ihr noch kurz was erzählen? Weil ich würde mal kurz auf Klo gehen wollen. Ich würde gerne meine Sonnenallergie eincremen. Oder wollen wir ein kurzes Päuschen machen? Und eine dann ganz spielen wir noch ein bisschen New Beginning weiter. Ja, ich muss auch eine kurze Pipi-Pause machen. Olaf, da gibt es wahrscheinlich Erfahrungswerte, aber ich weiß die nicht. Also ich habe mich noch nicht mit den Auswirkungen von Vulkanausbruch... Ich kann das mal aufschreiben hier. Vulkanausbruch, Auswirkungen auf Meerestiere. Ich setze ganz stark darauf, dass die Tiere so wie immer schon vorher Bescheid wissen, bevor die schon mal ein bisschen Menschen, verpisst haben. Genau, dass sie sich schon verpisst haben. Außer natürlich die Local Residents, die das nicht so einfach können. Weil der Vorteil, wenn du unter Wasser bist, du brauchst halt nicht Angst vor heißer Asche haben. Ja. Weil die so, ne, die kann nicht auf dich drauf, weil die kühlt vorher ab. Aber, Aber der Rest, und ich meine, das ist ja auch wirklich fies, was rauskommt. Also Vulkanasche darf man sich nicht als Asche, was man aus dem Ofen kennt, vorstellen, sondern das sind immer noch kleine, spitze Steinchen, die halt quasi, es war vorher flüssiges Gestein und ist durch diesen Herausschleuderungsprozess in Spitzen abgekühlt. Und das willst du nicht atmen, das willst du nicht auf der Haut haben, das willst du nirgendwo haben. Auch wenn es in Wasser reinkommt, ändert es nichts an der Struktur, dass es immer noch spitz ist und mit Wasserbewegungen auch wie Schmirgelpapier wirken kann. Also das ist fieses Zeug. Ja. Das ist es. Okay, machen wir ein kleines Päuschen? Jo, ja. Ja, bitte.
Okay. Ich brauche Cortison. Oh, Inga. Ja, ist nicht so schlimm. Morgen nehme ich meine Antihistamin-Tablette und jetzt creme ich mich nochmal ein. Du Arme. Ja, und Weirdbeat sagt auch, und es kann ziemlich sauer sein. Danke für den Hinweis. Genau, das habe ich noch vergessen. Es kann den pH auch drücken. Ja. Ja, okay, wir machen eine Pause. Ja, ich habe keine. Es ist 9:45. Wie wäre es mit so einer 5-7 Minuten Pause oder so? Ja, also mir reichen 5. Ja, mir reichen auch 5. Ja, also wir werden in 5. Ich habe jetzt keinen Knopf vorbereitet für. Ich versuche gerade einen zu finden. Ich habe jetzt einen Countdown gestartet. Der ist jetzt irgendwie bei 8 Minuten. Ja, dann schreibe ich jetzt in den Chat. Counter, wir kommen 2 Minuten früher zurück. Oder nein, in 5 Minuten geht es weiter. So, ich schleibe das und geht schon mal. Ja. Und ich mache gleich. Creamy, creamy. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.